Ich bin Roland Bissot, Vorsitzender des Fördervereins Technikmuseum Hugo Junkers Dessau. Und was passiert hier heute? Heute holen wir die Weihe der J1 nach, die am 2. Dezember 2020 fertiggestellt wurde, 105 Jahre nach dem Erstflug dieser Maschine. Das ist die J1, ist die Urmutter aller Flugzeuge, die heute als Verkehrsmaschinen zum Beispiel unterwegs sind. Hugo Junkers hatte ein Patent von 1910, das er nach 5 Jahren realisieren musste, damit es nicht verfällt. Und hat sich die Maschine dann gebaut als Yachtflugzeug und sie dann auch erfolgreich zum Fliegen gebracht mit Leutnant Mallinckrodt am 2. Dezember 1915. Die Maschine wurde in der Badeofenfabrik von Hugo Junkers und Co. in Dessau gebaut seinerzeit innerhalb von 3 Monaten und verkörpert also die Urmutter der Flugzeuge von heute. Das Original war im Deutschen Museum München ausgestellt und ist 1944 bei einem Bombenangriff zerstört worden. Es gibt also keine mehr davon. Und die Aktiven des Fördervereins, wir haben also 40 Aktive, die zweimal in der Woche regelmäßig ehrenamtlich arbeiten, die haben sich die Aufgabe gestellt, nachdem die F-13 fertig war, dieses Flugzeug neu zu schaffen. Und wir haben damit ein Unikat gebaut, dem Original weitgehend entsprechend, mit ungefähr 12.000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit.